Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. 88,8. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachtgesprächen mit Eugen Drewermann. In Berlin im Studio begrüßt Sie Michael Longert, der sich auf schöne Gespräche zwischen Ihnen und Herrn Drewermann freut, den ich in Paderborn herzlich begrüße. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Longert. Wir wollen heute, Herr Drewermann, fortfahren, Worte der Weisheit, vornehmlich Lao Tse's, auszulegen und haben heute wieder ein geheimnisvolles Wort, das wir genannt haben, der Geist des Tales. Was ist darunter zu verstehen, Herr Drewermann? Tatsächlich scheint es ja absonderlich, dass wir über die womöglich eigene Frömmigkeit des Christentums etwas lernen wollen oder sollen von einer Religion, die im alten China um 500 vor Christus in der Person des Lao Tse ihren Ursprung hat, vom Taoismus her. Historisch ist davon auch nichts zu lernen, wohl aber in religiöser Absicht ganz Entscheidendes. Innerlich betrachtet sind die verschiedenen Religionen wie ein Zentralstamm eines Baumes, die aus verschiedenen Wurzeln zusammenwachsen und dann in einer reichen Krone in die Zeit hineinragen. Gefragt, was ist das Spezifische am Christentum, kann man nur immer wieder sagen, die Überzeugungen, die in der Botschaft Jesu liegen, sind im Grunde nicht verschieden, zum Beispiel von dem, was Lao Tse oder der Buddha auch gesehen hat. Man muss beim Christlichen immer wieder nur eine Klammer dabei setzen. Man versteht die Paradoxien Jesu etwa in den Seligpreisungen der Bergpredigt im Grunde nur, wenn man zur Interpretation hinzufügt, dass alles gilt für Menschen, die bisher in lauter Angst verkommen sind und nun in ein Feld des Vertrauens eintreten können, der Geborgenheit, der inneren Befriedung. Und dann wird beschrieben, wie das menschliche Leben aussieht, wenn es mit sich zusammenwächst. Auch die Texte des Lao Tse sind an jeder Stelle paradox, nur sie erklären sich nicht. Sie sind gesprochen aus einer tiefen Selbstverständlichkeit heraus. Der Grund, warum die Religionen samt und sonders das gleiche Wurzelwerk haben, lässt sich vermutlich damit am besten verständlich machen, dass wir bis in unsere Gefühle hinein aus der Tierreihe kommen, im Grunde identisch sind in den Problemstellungen, in der Art, bestimmte Situationen empfindungsmäßig zu verarbeiten. Aber wir sind denkende Tiere. Erfahrungen, die über Hunderte von Jahrmillionen in der Entwicklung der Säugetiere eine Rolle gespielt haben, werden bei uns zu Bildern. Jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird irgendwie, wenn er christlich erzogen wurde, schon einmal gehört haben den sonderbaren Satz der Bergpredigt am Anfang des Matthäusevangeliums in den sogenannten Seligpreisungen. Jesus sagt da, glücklich sind die Menschen, die arm sind, und Matthäus fügt hinzu, im Geist oder aus Geist. Ich würde diesen Satz vorweg umschreiben und ihn so wiedergeben: Glücklich sind die Menschen, die ihre Armut kennen und dazu stehen, dazu positiv Stellung nehmen. Beim Begriff Armut kann man, verbunden sogar mit der Psychologie der Tiere, unsere eigenen Vorfahren vor ungefähr 50 Millionen Jahren, Begriffe einander zuordnen, die sofort einleuchtend sind als entweder erstrebenswert oder aber als gefährlich und vermeidenswert. Das sind Begriffe wie groß und klein, hoch und niedrig, oben und unten. Unsere Vorfahren auf dem Niveau noch von Spitzhörnchen, von Dupaiden, müssen damals gelernt haben, bei der Suche nach Nahrung auf Bäume zu klettern. Und so ist die Sicherungsachse der Art, nach dem wir uns orientieren, auch für uns Menschen immer noch die Vertikale, nicht die Horizontale. Mit klein zum Beispiel verbinden wir Begriffe wie schwach oder kindlich, hilfsbedürftig, irgendwie auch lächerlich und dann buchstäblich im Sinne der Seligpreisung armselig. Umgekehrt, den Begriff groß würden wir gerne sehen als mächtig, erwachsen, stark, imposant.
Ein ähnliches Begriffspaar ist hoch und niedrig. Das Niedrige wird sogar bis ins körperliche Erleben, bis ins psychische Erleben hinein identifiziert mit schmutzig, gemein, mit unanständig, das, was untenrum ist, wo die Ausscheidungsvorgänge sind, wo man am besten nicht dran rührt oder gar nicht hinsieht. Umgekehrt, hoch ist ein Wertbegriff. Das ist stolz, das ist ansehnlich, das ist steil, das ist kräftig. Das ist etwas, wozu man aufschauen kann, was also beeindruckt. Ebenfalls der Begriff unten wird assoziiert mit verachtenswert, ehrlos, sündhaft, triebhaft, sozial genauso wie psychisch. Oben dabei ist das Ansehnliche, das, wonach wir streben. Diese Gegensätze im Empfinden haben offensichtlich damit zu tun, dass wir den Baum, den Berg, den Gipfel für etwas halten, das zum Sitz der Götter werden kann, weil es Geborgenheit verspricht, weil es Sicherheit verheißt. So haben wir bis in unsere Sprachwelt heute hinein Begriffe wie es ist spitze oder es muss etwas super sein, es ist das Ideal oder es ist groß, womöglich noch auf amerikanisch formuliert, es ist great. Im Prinzip auch Baumkrone. Im Prinzip auch Baumkrone, nicht? Ganz richtig, als wenn da etwas Königliches vor uns steht. Entsprechend sind unsere Idealbildungen, sind die Vorstellungen, wie wir selber uns entwerfen müssten. Es hat dabei in der Psychoanalyse eine lange Diskussion gegeben, schon in den Jahren um 1910 bis 1920 zwischen den Begründern der Psychoanalyse, zwischen Adler und Sigmund Freud. Adler meinte damals, es ist kaum möglich, dass ein Mensch sich geradeaus entwickelt, der sich in irgendeiner Weise zutiefst minderwertig empfindet. Adler dachte dabei an Organminderwertigkeit. Es kann sein, dass jemand schon rein körperlich sich wie ein Mauerblümchen fühlt. So buchstäblich jetzt als zu klein gewachsen, zu niedrig oder zu mickrig. Der Körperwuchs ist nicht so, wie er für einen Mann, für eine Frau als imposant erscheinen könnte oder als attraktiv empfunden würde. Man empfindet sogar bestimmte Körperteile als nicht so, wie sie wünschenswert wären. Nebenbei gesagt, eine ganze kosmetische Industrie stürzt sich auf solche Minderwertigkeitsgefühle. Alfred Adler meinte, dass wenn ein Mensch sich so empfindet, schon in seinem Körper-Ich, er versuchen wird, das auszugleichen, in irgendeiner Art zu kompensieren also. Und je notvoller diese Kompensationen sind, je größer also jemand sein muss, um nicht für zu klein befunden zu werden, je höher jemand emporstreben muss auf der sozialen Leiter, um nicht als zu niedrig schon in seiner ganzen Herkunft befunden zu werden, je mehr jemand steil empor und oben auf sein muss, um nicht als ganz drunten empfunden zu werden, wird er von seinem inneren Maß, von dem, was er wirklich ist, immer weiter wegrücken. Adler meinte um 1914, jede tiefe seelische Erkrankung sei so viel wie eine Lüge. Da wird am Ende so viel aus lauter Angst, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein, überkompensiert, dass man zum wirklichen Leben gar nicht kommt. Diese Kompensation kann viele Schichten haben. Es ist möglich, dass einem Menschen von außen her schon beigebracht wurde, du bist nicht genug. Dass sein Über-Ich wie eine ständige Maschinerie der Selbstentwertung ihm diese Botschaft vermittelt, dann kann es sehr gut sein, dass jemand am Ende sich identifiziert mit einer großen Autorität. Er selber ist gar nichts, aber wenn er gewissermaßen die Autorität verkörpert, kann er alles sein. Thomas Manns, Heinrich Manns Roman zum Beispiel, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo er die Gestalt des Dietrich Hessling im Untertan schildert. Dietrich Hessling ist ein Nichts, aber er verkörpert am Ort gewissermaßen den Kaiser. Er redet so, wie der Kaiser reden würde, in jeder beliebigen Situation. Er weiß nicht nur, was Kaiser Wilhelm II. Gesagt hat, er wüsste vor allem, was er gesagt haben würde, wenn ihm diese Situation begegnen könnte. Und weil Dietrich Hessling der Kaiser selber am Ort ist, wird er auch so behandelt. Dass er darunter in seinem Ich gar nicht existiert, wird von den anderen kaum wahrgenommen. Er spielt eine perfekte Rolle. Religiös geht das genauso. Man identifiziert sich zum Beispiel im Raum der Kleriker mit einem bestimmten Amt. Im Raum der Justiz ist man der Richter. Im Lehrerkollegium ist man der Chef.
Es gibt immer wieder Standards, die über das Nicht-Existieren der eigenen Person auf diese Weise hinweg zu lügen helfen. Sigmund Freud hat damals nicht ganz so unrecht gemeint. Viel stärker noch als das, was Menschen bei sich selber erleben, ist, was man ihnen beibringt, indem man ihnen sagt, du bist nicht imstande, Liebe zu erringen. In den Augen Freuds war das, was Adler unter Organminderwertigkeit verstand, identisch mit dem, was er als Kastrationskomplex bezeichnet hat. Das führt jetzt sehr weit zurück in die Begriffsgeschichte des 20. Jahrhunderts in der Entwicklung der Psychoanalyse. Aber was Freud meinte, stimmt im Grunde genau. Er meinte nämlich, dass Menschen, die im Grunde über alle Voraussetzungen verfügen würden, liebenswürdige und liebenswerte Menschen zu sein, können doch von anderen so verkürzt werden, verstümmelt werden, erniedrigt werden, dass all das, was man ihnen dann zugefügt hat, ein tiefes Selbstmisstrauen hinterlässt. Man wagt überhaupt nicht mehr wirklich an Liebe zu glauben. Und die große Gefahr ist, dass man in die Leistung hineinflüchtet. Man wird nicht geliebt, aber man sucht nach Wegen, sich die immer schon verlorene Liebe ein Stück weit zu erkämpfen. Alle Neurosenformen lassen sich im Grunde auf dieses Erleben zurückführen. Nehmen wir etwa die depressive Haltung. Man hat Menschen vor sich, die ganz urtümlich sich als schwach, als klein, als niedrig empfinden. Sie sind im Grunde wertlos und existieren wie in einer Welt der Riesen. Die stehen alle da und man schaut ihnen bestenfalls noch auf die Schuhkappen. Sie haben riesige Stiefel an und man kann immer nur höher schauen mit immer mehr Grausen und Gruseln vor ihrer Übermächtigkeit. In einer solchen Welt kann man im Grunde nur überleben, wenn man zwergengleich Kunstwerke vollbringt. Wenn man, wie im Märchen, es die Zwerge auch vermögen, aus den Kammern der Erde Gold hervorholt, wenn man geheime Schätze anlegt, wenn man sich so übernützlich macht, dass man den Riesen sogar in gewisser Weise unentbehrlich wird. So ein Depressiver muss kämpfen eigentlich darum, nicht in dem Sinn geliebt zu werden, das wäre schon viel zu viel erwartet, aber geduldet zu sein für den Nutzen, den er doch bringt, durch ein ständiges Entgegenkommen. Insofern durch ein Vorauslaufen. Insofern wäre schon jemandem die Schuhe lecken, so ein Nutzen. Ja, man hat am Ende doch ihm die Schuhe geputzt. Mhm. Buchstäblich jetzt, die Schuhschein-Boys in New York ist der unterste Dienst. Und man muss aber froh sein, dadurch am Leben bleiben zu können. Mhm. Natürlich ist die Sehnsucht ganz gewaltig. Man könnte wieder jetzt wie im Märchen entdeckt werden als das Aschenputtel von dem König, als das Nichts, das der andere eben als der ganz Große würdigt und aus dem Morast heraufhebt. Aber dann müsste man dem anderen Menschen einmal nahebringen können, wie überaus liebenswert er schon geworden ist durch all sein Suchen nach Liebe. Und dass all die Bemühungen, nützlich zu sein für andere, in gewissem Sinne auf ihn selber zurückkommen dürften und könnten. Er hat ja gewissermaßen gelebt wie jemand, der ein ganzes Konto angefüllt hat, aber immer mit der Unterschrift für andere. Sind immer Anderkonten sozusagen, aber nicht wie bei den jetzigen Spendenaffären, dass man hinten herum sich Reichtümer schafft, sondern man hat sie für andere angelegt. Man hatte nie Zugang zu dem, was man im Grunde an Fähigkeiten, an Reichtum, an menschlichen Möglichkeiten, an Sensibilität, an Leidensfähigkeit und Mitleidsempfinden investiert und angesammelt hat. Man kann diese depressive Haltung, dieses permanente Minderwertigkeitsgefühl eigentlich nur abarbeiten, indem man einmal merkt, wie viel an Wert auch in dieser Kompensationsbildung nach und nach gesammelt wurde. Oder wir nehmen eine andere Möglichkeit, die man eher mit dem zwangsneurotischen Charakter in Verbindung bringt. Man schaut nicht zu den anderen auf, sondern man entwirft sich in die Möglichkeit hinein, selber groß zu werden. Man kann im Konkurrenzkampf überleben, wenn man die anderen mindestens um Haupteslänge überragt. Wenn man stärker ist, wenn man fitter ist, wenn man tüchtiger ist, wenn man ansprunghaft in jeder Sekunde leistungsberechnender ist. Kurz, wenn man jede Situation kontrolliert, ganz im Sinne der Definition von Max Weber, Macht ist die Fähigkeit, den eigenen Willen gegen den Willen der anderen durchzusetzen. Man muss stark sein, man muss in diesem Sinne Macht haben. Auch in gewissem Sinne braucht man Geld. Geld nach Montesquieu ist der Nerv des Kampfes und ein solcher Zwangscharakter ist permanent im Krieg. Er braucht Ressourcen, er braucht Energiemittel, er braucht auch äußere Einflussmöglichkeiten.
Im Hintergrund steht wieder eine Persönlichkeit, die sich zutiefst abgelehnt fühlt, die dauernd Angst hat, Fehler gemacht zu haben, der man auf die Finger gucken könnte. Und die ständig die Instrumentalisierung anderer Personen braucht, um das Fehlen der eigenen Persönlichkeit aufzufüllen. Ein solcher Mensch lebt in gewissem Sinne stets in einer Wolke von Leuten, die er kommandieren kann, auf die er herabschauen kann, auf deren Seele er spielt wie mit 10 Fingern ein Künstler auf einem Klavier. Und alle müssen sie sich so fügen, wie er es wünscht, wie er es orchestriert. Wieder eine solche Persönlichkeit kommt nie dazu, sich selber zu empfinden. Sie ist permanent im Einsatz, aber jetzt nicht so sehr für die anderen, sondern zu dem Zwecke, dass die anderen in einen fiktiven Dienst eintreten. Man ist stark, wenn man kommandiert. Man hat Einfluss, wenn man selber am Telefon hängt und die anderen mit Aufträgen versorgt. Wie kann man einen solchen Entwurf im Sinne Jesu jetzt darauf hinbringen, dass jemand es lernt, seine eigene Armut zu sehen und dazu zu stehen? Man müsste einem solchen Zwangscharakter nach und nach ein Leben erlauben, in dem Fehler zugegeben werden können, wo man nicht ständig eine Perfektion lügen muss, die im Grunde unerreichbar ist. Fast etwas Göttliches, menschlich Desaströses. Man müsste zeigen, dass Freiheit bei einem solchen Lebensentwurf völlig abhanden gekommen ist. Aber auch Glück, aber auch Liebe. Man kann Liebe nicht mit Anstrengung erzwingen. Man kann Glück nicht auf Reichtum bauen. Freiheit nicht auf Macht gründen. Es wäre am Ende wünschenswert, dass ein solcher Mensch sich erlauben könnte, mal schwach zu sein. Es ist eine Erfahrung, die im Neuen Testament Paulus im 2. Korintherbrief sehr ausführlich einmal beschreibt. Er sagt am Ende, denn ich rühme mich meiner Schwachheit. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ein unglaubliches Erleben bei jemandem, der im Sinne der Gesetzestreue nur alles sein Leben lang ganz und gar hat richtig machen wollen und müssen. Und jetzt empfindet, das geht gar nicht. Oder kommen wir in Kürze noch zu einer dritten Charaktervariante, in der Neurosenpsychologie die Hysterie. Auch da herrscht das Minderwertigkeitsgefühl. Man glaubt eigentlich nicht, dass man mit der eigenen Person genügend wäre. Aber man hat ein gewisses Vertrauen, doch man könnte in gewisser Weise auf andere wirken. Man könnte eine Werbung um die Gunst der anderen mit Erfolg in die Wege leiten. Wenn man als Frau in gewisser Weise das Augenmerk auf sich zieht, wenn man wie auf der Bühne die anderen dazu bringt, doch ein Stück Beachtung auf die eigene Person zu legen, wenn man den anderen umwirbt, wenn man ihn umschmeichelt, wenn man in humorvoller, lustiger Weise den anderen zu unterhalten imstande ist, dann sollte es doch gehen, so ist die Rechnung, am Ende einen großen und starken Partner zu gewinnen. Und die Größe und die Stärke des Partners ersetzt das Empfinden der eigenen Kleinheit. Der Hysteriker braucht gewissermaßen immer als Frau den eigenen Vater, als Mann die eigene Mutter, als Mensch gewissermaßen den Gott oder die Göttin, um auf das Niveau zu kommen, das am Ende als erstrebenswert gelten könnte. Man braucht sozusagen Jacqueline Kennedy halt den Präsidenten der Vereinigten Staaten, vor dem ist man ein gar nichts. Man braucht eine Figur der Macht, der Größe, um in deren Schein sich dann zu sonnen. Auch da ist das Angstthema unvermeidbar. Was denn, wenn dieser so große und mächtige am Ende die eigene Kleinheit wirklich entdeckt und bemerkt, wenn er einem hinter die Karten schaut, wenn die Lüge platzt sozusagen? Dann wird man womöglich vom Hof verstoßen, wird als unwürdig, enttarnt. Und dann ist das ganze Leben zerstört. Entscheidend wäre auch bei der Hysterie zu sagen, dass man viel leichter die Liebe gewinnt, wenn man nicht dauernd Ausschau hält nach etwas, das man sich im Grunde gar nicht glauben kann. Wie viel Liebenswürdigkeit womöglich liegt in all dem, was ein solcher Mensch gelernt hat, aufgebaut hat? Wie viel an Weiblichkeit und Fraulichkeit könnte zurückkommen in dem Empfinden für sich selbst, für ein eigenes Glück? Der Hysteriker läuft gewissermaßen immer wieder, wie wenn das Leben im 100-Meter-Lauf dahinginge. Und er merkt sich selber gar nicht, er ist immer atemlos.
empfindet nur, dass sein Herz riesig klopft. Er ist in jeder Situation ständig aufgedreht und überdreht. Und er überhastet damit das eigene Ziel, er überrennt es förmlich. Viel langsamer müsste es gehen, viel ruhiger, viel vertrauensvoller. In diesem Sinne ist es tatsächlich zu lernen, was Jesus meinte am Beginn der Bergpredigt. Glücklich sind die Menschen, die ihre Armut kennen und akzeptieren und geistig reflektiert dazu stehen. In den Worten des Lao Tse heißt das im 6. Kapitel seines Tao Te Ching einmal, angesprochen auch der Titel unserer heutigen Abendgespräche, der Geist des Tales stirbt nicht. Das heißt, das dunkle Weib. Lao Tse hat im Verdacht, dass wir Männer es sind, die diese Definition von groß sein, hoch sein, stark sein, obenauf sein, immer wieder gelernt haben zu verkörpern, während man sozial die Frauen eher in die gegenteilige Rolle geschoben hat. Aber er will sagen, es wäre die Erlösung der Gesellschaft, wenn diese andere Seite, das Weibliche, das dunkle Weib, akzeptiert würde. Darin läge so viel an Geborgenheit, an Mütterlichkeit, an Geltenlassen, an Zuwendung ohne Voraussetzung. Er fährt deswegen fort, das Tor des dunklen Weibes, das heißt die Wurzel von Himmel und Erde. Er redet in diesen dunklen Bildern von einer Schoßgeborgenheit im Grunde, wie ein Kind bei seiner Mutter. Und das erneut ist ein Thema, das im Neuen Testament für Jesus ganz wichtig ist. Im 10. Kapitel bei Markus sagt Jesus mal so: Wenn ihr es nicht lernt, zu werden wie die Kinder, ihr werdet nie begreifen, was Gott in eurem Leben sein könnte. Lao Tse fährt dabei fort, indem ein großes Reich sich stromabwärts hält, sagt er im Kapitel 61, wird es die Vereinigung der Welt. Er will damit sagen, das Leben verläuft wie ein großer Fluss und es ist immer die Möglichkeit, dagegen anzuschwimmen, es aufzustauen, den Fluss zu kanalisieren, etwas Nützliches, einen Schifffahrtsweg aus ihm zu machen. Man kann aber auch den Strom des Lebens betrachten wie etwas, das trägt. Und man lässt sich davon tragen. Man hat eine innere Richtung, der man nur zu folgen braucht. Dann, sagt er, ist das das Weibliche der Welt. Das Weibliche siegt immer durch seine Stille schon über das Männliche. Durch seine Stille hält es sich unten. Das kleine Reich will nichts anderes als sich beteiligen am Dienst der Menschen. Und so erreicht jedes, was es will. Es ist ein wunderschönes, fast gebetartiges, wenn Lao Tse im 63. Kapitel einmal sagt, wer das Nichthandeln übt, sich mit Beschäftigungslosigkeit beschäftigt, Geschmack findet an dem, was nicht schmeckt, der sieht das Große im Kleinen und das Viele im Wenigen. Interpretiert ein Stückchen, es gibt Menschen, die möchten im Grunde nur das Fertige haben. Und sie gelangen nie dahin, es zu bekommen, weil sie die Anfänge völlig unterschätzen. Das wirklich Große kann ja nur beginnen im ganz Kleinen, so wie man ein Kind liebt und in ihm alle Anlagen wahrnimmt, von denen man hofft, dass sie sich entfalten. Wer die Anfänge nicht wirklich wertschätzt, kommt halt zu gar nichts, weil die gesamte Entwicklung sich blockiert. Man kann nicht Früchte fertig ernten, man kann nicht den Baum als Ganzes haben. Alles beginnt im Kleinen. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat Hermann Hesse einmal gemeint. Und es kommt nur jetzt darauf an, das Große im Kleinen wirklich wahrzunehmen und wertzuschätzen. Die Haltung, die daraus erwächst, beschreibt Lao Tse damit, ein solcher Mensch vergilt Groll durch Leben. Das ist ein wunderbares Wort wieder, was an die Bergpredigt erinnert, dass man das Böse nicht vergilt mit Bösem auf der gleichen Ebene. Es ist möglich, dass man Ärger, dass man Zorn nicht beantwortet, indem man dagegen agitiert, sondern indem man es sich überleben, überlieben, überreifen lässt. Das geht aber nur, Lao Tse sagt, indem du das Große da tust, wo es noch klein ist. Es liegt zwischen den Zeilen eine Aufforderung darin, den Menschen, der mich selber ängstigt, einmal darauf hin zu betrachten, wo er denn seine schwachen Stellen,
seine Armseligkeitsgefühle, seine Kleinheit hat, wovor er sich schützen will. Und sieht man das, braucht man sich vor ihm gar nicht mehr zu schützen. Alles Schwere auf Erden, fährt er fort, beginnt stets als Leichtes. Alles Große auf Erden beginnt stets als Kleines. Wer leicht etwas verspricht, hält sicher selten Wort. Wer vieles leicht nimmt, hat sicher viele Schwierigkeiten. Darum bedenkt der Berufene die Schwierigkeiten, und er hat nie Schwierigkeiten. Das ist die Kehrseite. Wer sieht, wie etwas beginnt, ist ein Mensch stets voller Hoffnung, im Grunde voller Bescheidenheit, voller Realitätsangepasstheit, aber er übertreibt auch seine Erwartungen nicht. Ich lese noch zwei kleine Stellen vor, die wie zum Abschluss sind. Im Kapitel 77 schreibt Lao Tse, es ist ein Wort, das wieder biblisches Format hat, und man vermutet nicht, wie aus der altasiatischen Weisheit, ganze Teile des Neuen Testamentes zum ersten Mal an der abendländischen Auslegungstradition der Theologen vorbei verständlich gemacht werden. Er schreibt des Himmels Sinn, wie gleicht er dem Bogenspanner. Das Hohe drückt er nieder, das Tiefe erhöht er. Das ist ganz wie am Anfang des Lukas-Evangeliums im Gesang der Maria im Magnificat. Er stößt die Mächtigen vom Throne. Es ist aber so, das, was hoch ist und was im Grunde gar nicht stimmt, weil es überkompensiert ist, das muss gewissermaßen erst sein Maß finden. Das ist wie ein Abstieg, wird oft erlebt wie eine Demütigung und ist doch wie eine Befreiung. Und das, was sich immer für tief gehalten hat, für niedrig, für ganz unten, das wächst auf, wenn es ein gütiges Gefühl gewinnt für sich selber. Deshalb führt er aus, was zu viel hat, verringert der Himmel, und was nicht genug hat, ergänzt er. Des Himmels Sinn ist es, was zu viel hat, zu verringern und was nicht genug hat, zu ergänzen. Des Menschen Sinn ist nicht gerade so. Man sollte im Sinn des Lao Tse hoffen, aber er würde so. Das vielleicht schönste Wort setzt er im Kapitel 38 in diesem Zusammenhang. Er schreibt in einem Gegensatzpaar, wer die Liebe hochhält, handelt, aber er hat keine Absichten. Wer die Gerechtigkeit hochhält, handelt und hat Absichten. Dieser Satz ist so kostbar, dass ich ihn gern noch einmal sage. Er meint ja, jemand, der in reiner Güte lebt und einen anderen Menschen in einen solchen Raum vorbehaltloser Akzeptation einlädt und hereinlässt, der erwartet von ihm zunächst einmal gar nichts. Der hat nicht fertige Standards. Da geht es jetzt nicht mehr, bist du hoch oder niedrig, groß oder klein, stark oder schwach, sondern es geht nur noch darum, wer bist du selber. Und Lao Tse ist feinsinnig genug zu sagen, selbst die Juristen, selbst die Moraltheologen, selbst die Ethiker, alle, die Gerechtigkeit wollen, haben immer noch fertige Standards, immer noch Wertungssysteme, mit denen sie an die Menschen heranrücken. Sie wollen immer noch etwas, das den anderen festlegt. Solche Menschen haben Absichten, und man müsste sagen, im Sinne Lao Tses, so etwas tut nicht gut. Zum ersten Mal versteht man von solchen Texten die Einheit der ganzen Botschaft Jesu. Luther hätte gesagt, sie ist die reine Gnade. Schönen Dank, Herr Drewermann. Wir machen jetzt eine Musik und dann, meine Hörerinnen und Hörer, sind Sie herzlich eingeladen, mit Herrn Drewermann zu sprechen. Rufen Sie uns an, 30 20 00 20. 30 20 00 20. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Wenn Sie mit Herrn Drewermann sprechen wollen, rufen Sie uns an. 30 20 00 20. Und wir haben einen ersten Hörer. Guten Abend, Herr Liebner. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Drewermann, können Sie mir das nochmal vertiefen? Zu Anfang haben Sie gesagt, das mit der Vertikalen, das haben Sie noch erklärt mit Groß und Klein. Und wie ist es mit der Horizontalen? Was sind da für Begriffe? Zum Beispiel nah und fern, dicht und weit. Das sind räumliche Entfernungen, mit denen wir Distanz beschreiben.
Auch das ist seelisch ein wichtiger Begriff, aber merkwürdig bleibt, es genügt im ganz urtümlichen Erleben bei der Vorstellung von Distanz als Raum für Schutzsicherung, eine relativ geringe Entfernung. Jemand, der uns bedroht unter Menschen, ist schon ungefährlich, wenn wir außer seiner Reichweite sind. Also 2 Meter Abstand, dann kann er schon nicht mehr schlagen. Und wenn er mit einem Wurfgeschoss kommt, ist er auf spätestens 5 bis 10 Metern normalerweise nicht mehr sehr gefährlich. Dann kann man die Wurfbahn berechnen, man kann darauf reagieren. Es kann nicht mehr viel passieren. Und spätestens ab 20, 40 Metern hört auch die Wurfdistanz auf. Dann sind Menschen vor Menschen gesichert. Das ist ein ganz urtümliches, altes Erleben. Viel mehr verbinden wir auch nicht an Abstand. Wenn wir sagen, ich nehme Abstand und schauen mal, was wir in der Vorstellung damit meinen, ist das so viel, wie wenn wir von einem großen Bild im Museum, das wir nicht richtig vor Augen haben, 2, 3 Meter zurücktreten. Aber eigentlich auch nicht viel mehr. Das zeigt, dass zur Sicherheit für uns Menschen aufgrund der ganzen Herkunft aus der Säugetierreihe die vertikale Achse, das nach oben, viel wichtiger ist als das ins Weite laufen. Nehmen wir zum Unterschied, dass Sie mit Ihrem Hund einmal spazieren gehen und es wäre eine Situation, in der Angst ausbrechen könnte. Also plötzlich ein Donnerschlag, ein Auspuff eines Autos, ein Geräusch, das Sie zusammenzucken lässt. Dann würde die ausgeführte Bewegung des Zusammenzuckens, die Verkürzung also des gesamten Bewegungsapparates, sich damit fortsetzen, dass Sie affenähnlich und mit affengleicher Geschwindigkeit auf einen Baum emporklettern würden. Sie gingen buchstäblich dann auf die Palme. Sie versuchten, sich zu retten nach oben hin. Und da wären Sie sicher vor allem, was unten kreucht und fleucht, vor Schlangen, vor Pumas, vor allem Möglichen. Ganz anders Ihr Hund. Der würde an der Leine zerren, denn als Nachfahre steppenbewohnender Wölfe wäre dessen Sicherungsraum und auch dessen Angriffsraum in der Horizontale gelegen. Das ist ein Hetzjäger, der gewohnt ist, seine Beute vor sich herzutreiben. Die ganze Atmung ist darauf eingestellt. Aber auch im Verfolgungsfalle, dass ihm selber etwas drohen könnte, wird er ins Weite suchen. Da sind wir Menschen anders. Wir sind auch keine großen Langstreckenläufer. Die meisten Raubtiere sind viel schneller, als wir Menschen und unsere Vorfahren einmal waren. Deshalb gibt es Verhaltensforscher, die darüber nachdenken, was eigentlich passiert sein muss auf dem Weg zur Menschwerdung. Sie sprechen dabei von einer Katastrophe, die den Affenmenschen, den Pithecanthropus, so nannten die Anthropologen, das vor 70, 80 Jahren betroffen haben müsste, als er, wir denken heute vor ungefähr 6 Millionen Jahren, in den Reihen, die zum heutigen Schimpansen geführt haben und in den Reihen, die zum heutigen Menschen führen, erlebt hat, wie die Urwälder in die Steppe übergingen, sich auflösten und man nimmt an, im Osten des heutigen Rift Valley, des ostafrikanischen Grabenbruchs, nicht mehr von den klimatischen Einflüssen des Atlantik her, also von den Wolken, die abregnen konnten, an der Westseite des Rift Valleys, wo die großen Urwälder blieben und die Schimpansen sich entwickelt haben, erreicht zu werden vermochten. Man könnte dieser Theorie entsprechend den Ort, wo wir zum Menschen wurden, an der Ostseite dieses Gebirgszugs bestimmen, vor etwa 6 Millionen Jahren. Da haben wir das Laufen auf 2 Beinen gelernt, zwar im Urwald mäßig ausgeprägt, die Verhaltensweisen aus dem Urwald, zum Beispiel aber die Vorliebe für Bäume, haben wir von da mitgebracht. Und die kleinen Kinder, sagen die Psychoanalytiker, erleben am Körper ihrer Mutter noch einmal Erfahrungen, die auch Erwachsene, Vorfahren der Menschen an den Bäumen machen konnten. Klettern, sich anklammern, nach Nahrung suchen, Geborgenheit finden, immer in der vertikalen Achse. Da sind die Mütter gewissermaßen die ersten Bäume. Die Idee ist nicht so verrückt, wie sie jetzt vielleicht zum ersten Mal sich anhört. Sie müssen denken, dass ja noch heute die Affenkinder sich im Pelz des Muttertieres festklammern können. Sie werden unterm Bauch getragen, selbst bei eleganten Sprüngen von etlichen Metern haben sie eine so starke Kraft in den Fingern, dass sie sich im Fell der Mutter anklammern können.
Das können unsere Kleinkinder allesamt nicht mehr, aber entsprechend sind die Reaktionen noch. Sie streicheln beispielsweise die Handinnenfläche eines Säuglings, dann werden sie beobachten, dass es sich zusammenzieht, das Händchen. Das hat zu tun mit diesen alten Klammerbewegungen. Drum, dass die Natur wieder genial war. Sie hat schon die kleinen Kinder das Klettern gelehrt, bevor sie überhaupt einen Baum zu sehen bekamen. Und so verbindet sich mit dem Baum, mit der vertikalen Richtung, eine Fülle von Assoziationen, die mütterlicher Natur sind. Und deshalb ist das Paradox des Lao Tse, dass wir uns bergen sollten nicht mehr in den Baumwipfeln, sondern da, wo für unsere Vorfahren mal die größte Angst war, in der Tiefe, im Tal. Und er nennt das den Ursprung der ganzen Welt, die dunkle Pforte des Weiblichen, den Mutterschoß. Das dreht die Welt nochmal auf dem Kopf für Säugetiere, die angefangen haben zu denken und nun ständig auf der Flucht sind. Der Tod kann sie um jede Ecke herum einholen. Dankeschön, Herr Drewermann. Es war ein bisschen lang, aber das, wonach Sie fragten, war auch eine ziemlich komplizierte, komplexe Frage. Ich danke sehr dafür, dass Sie nochmal nachgehört haben. Okay, schönen Abend noch. Dankeschön. Danke sehr. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Hane. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass ich einmal mit Ihnen sprechen kann. Und zwar fühle ich mich von Ihnen angesprochen auf einem großen Umweg über einen großen Bogen. Sie haben heute gesprochen, Sie sind von einem Wort ausgegangen, von Lao Tse, und haben über psychoanalytische Phänomene den Bogen gespannt zur Bergpredigt und damit auch zum Christentum und schließlich und endlich zum Menschen von heute. Und das ist der Weg, auf dem ich mich angesprochen fühle und mir erlaube, Sie nach etwas zu fragen, vielleicht auch nach einem Rat zu fragen. Sie haben von Armut geredet, von Einfachheit, mit kleinen Dingen beginnen, die man sich erwirbt und wo man zu Größerem aufsteigen kann. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Ihr Thema vor 14 Tagen. Die Einfachheit und die Leere, von der Sie gesprochen haben. Das ist ein ganz wichtiges Phänomen und die Natur hat da einen Mechanismus eingebaut, denke ich mal, schlicht und einfach das Vergessen, dass man im Laufe seines Lebens Dinge vergisst und vielleicht auch vergessen muss und beiseite schieben, hat aber auch seinen Nutzen, damit man wiederum frei ist für neue Aufgaben. Und darin sehe ich also den Weg vom Kleinen, vom Leeren zu dem, was man neu bewältigen muss. Und wenn ich darf, möchte ich jetzt ein persönliches Problem ansprechen. Ich muss eine Entscheidung fällen. Vielleicht ganz banal, aber sie ist eben für mich unerhört wichtig. Und ich werde damit nicht ganz fertig. Ich habe das Gefühl, ich bin beladen und belastet und kenne viele liebe Menschen, die mich gern beraten, die etwas ältere Generation. Ich möchte sagen, dass ich ganz junge Rentnerin bin. Die ältere Generation rät mir zu dem einen, die etwas jüngeren zu der anderen Seite. Und es ist ja gar kein Geheimnis, es ist etwas ganz Banales, aber es ist unheimlich schwierig, da fertig zu werden, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt diese Leere, die innere Freiheit, da nun jetzt den klaren roten Faden zu finden. Es geht darum, dass ich Probleme mit zwei Wohnungen habe. Mit der, in der ich jetzt wohne und mit der Wohnung meiner verstorbenen Mutter. In zwei Wohnungen kann der Mensch nicht leben. Irgendwann muss man da einen anderen Weg finden. Und ich habe jetzt eine größere Wohnung angeboten bekommen, wo ich theoretisch also alle Sachen ganz gut hereinbekommen könnte. Aber ich finde nicht die richtige Liebe zu dieser großen Wohnung, weil die, in der ich wohne, sehr schön ist, einen wunderbaren Ausblick hat. Es gibt auch Nachteile, aber ich wohne da schon sehr lange und es ist so ein
gewisses Gefühl der heimlich zu sein, heimisch zu sein. Yeah. Und natürlich alle älteren Leute sagen, ach, das ist doch unmöglich, wenn man älter wird, muss man sich verkleinern und man muss sich von all diesen Dingen trennen und sich nicht vergrößern. Und Menschen, die vielleicht so alt sind wie ich und ein bisschen jünger, die sagen, ach wunderbar, das ist doch herrlich, so eine Wohnung und da kommen deine ganzen Möbel und alles, was du hast, herrlich zur Geltung. Und auch die schönen Möbel, die noch meine Mutter hat. Und das sind nicht die Möbel. Ich will sie ja nicht verkaufen. Ich kann sie auch nicht auf den Müll stellen. Ich möchte damit leben. Ja. Aber es ist irgendwo, ist da ein gordischer Knoten. Und ich fühle mich also von lieben Menschen, von so lieben Menschen so belastet. Und jeder will nun etwas sagen, mach es so und mach es so. Und auch, warum machst du es nicht anders? Und das ist etwas, was mich jetzt also noch voller stopft und noch weniger frei macht. Und ich weiß eigentlich jetzt nicht, ich habe mal ein paar Tage was ganz anderes getan und versucht, nicht daran zu denken, ganz bewusst. Ja. Also das alleine schon, dass jeder Ihnen was vorschlägt, am Ende nur verwirrend ist. Wohlwollend. Ja, das klar, Wohlwollen kann einen verwirren und kaputt machen. Und ich brauche irgendwo, und ich suche nach dem Weg schon, gerade seit Ihren Gesprächen vor 14 Tagen. Ich hatte leider nicht die Chance, direkt vor 14 Tagen Sie anzusprechen. Aber nun hat es ja heute auch auf einem anderen Weg geklappt. Ja. Und ich denke mal, dass auch eine Verbindung zum heutigen Thema da ist mit dem kleinen Anfang. Und irgendwie muss ich diese Entscheidung fällen. Das eine ist für Sie ganz deutlich, Frau Hanel, dass das beste Bemühen der anderen Ihnen insofern nicht weiterhilft. Sehr lieb. Die Frage ist ja, was geht in Ihnen selber vor sich und was möchten Sie selber? Auch worin besteht der Konflikt, den Sie zu lösen haben? Ich höre ein Stück weit, dass er in Folgendem besteht. Ihre Mutter hat eine ganze Reihe von Gegenständen hinterlassen und dass es ganz schwer fällt. Ja. Schöne Möbel. Aber es ist, glaube ich, nicht einfach das Mobiliar. Es ist wie ein Akt der Untreue, wenn Sie denken würden, das verkaufe ich jetzt. Ja. Dinge, die meiner Mutter lieb geworden sind, die kann ich ja nicht jetzt verramschen und veräußern. Und mit denen ich auch aufgewachsen bin. Die Ihnen genauso lieb sind. Ja. Das ist schwer, sich davon zu trennen. Ja. Aber wenn Sie die jetzt mit in Ihr Leben hineinnehmen wollen, dann müsste auch die Räumlichkeit sich ändern. Da ist der Konflikt, glaube ich. Sie möchten eigentlich in der Wohnung bleiben, die Sie haben. Die mittelgroße Wohnung. Die kleine von meiner Mutter und die große ist die, die ich ja angeboten bekommen habe. Ja, aber da ist vollkommen neuer Wechsel, weil das wäre die dritte Lösung. Die Frage ist, wie Sie in Ihrer Welt bleiben können, in der Sie ja gelebt haben all die Zeit, in gewissem Sinn mit Ihrer Mutter. Sie möchten die ja nicht vergessen. Sie möchten nicht leben, wie bei Franz Lehár, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Im Gegenteil, Sie sind sehr verbunden mit Ihrer Mutter. Und nun ist die Frage, ob diese äußeren Insignien gewissermaßen, ob die Möbel wie kleine oder größere Reliquien mit dazugehören müssen, zu Ihrer Erinnerung und zu Ihrem inneren Leben mit Ihrer Mutter. Vielleicht und ob Sie wirklich sich als treulos empfinden müssen, wenn Sie sagen, das ein oder andere, vielleicht sogar die Dinge, die einfach zu groß sind für Ihre jetzige Wohnung, da kann ich objektiv jetzt als Möbel dann doch nicht mehr viel mit anfangen. Ja, da ist etwas Richtiges dran. Also Sie haben das genau erkannt, dass es Dinge sind, die mir lieb sind, die ich auch gebrauchen könnte und vielleicht liegt es daran, dass ich mich von Dingen schlecht trennen kann. Ich habe ja jetzt gearbeitet und sehr angestrengt und sehr viel und da sind Kräfte draufgegangen und jetzt kommt eigentlich die Zeit, der Wendepunkt, möchte ich sagen. Bis jetzt habe ich alles zusammengesucht und freue mich daran und habe gesagt, wenn ich Rentnerin bin, dann werde ich all diese Dinge hier durchsehen, ich werde die Bücher lesen und ich werde Ordnung schaffen und werde versuchen, ob von diesen wunderschönen Sachen, die meine Mutter selber genäht hat, obwohl sie gar keine Schneiderin ist, aber wirklich mit sehr viel Geschmack und mit Zusammenstellung
ob ich da vielleicht irgendetwas ändern kann, sodass ich davon noch etwas habe. Und ich denke mal, sie hat so einen gewissen, etwas Gewisses gehabt, dass sie nicht, dass sie die, die Dinge sind heute noch modern, auch wenn sie vielleicht 10, 15 Jahre alt sind. Es ist so etwas Unendliches in diesen Dingen und in diesen ganzen Schnitten. Und ich habe selber mit ihr ein bisschen mitgeschneidert. Also, das verbindet sie alles so mit ihrer Mutter. Und es ist wie zeitlos gültig, wie ein Kunstwerk. Ja, es ist wie ein Kunstwerk. Wie etwas, das gar nicht alten kann. Also wie man von der Klassik sagt, sie ist dasjenige, was niemals altern kann. Ja. Das Alte, das nie alt wird. Es sind Kompositionen, so, möchte ich sagen. Wir haben manchmal tagelang überlegt, bei einem blumigen Stoff, ob wir die Blume nun nach rechts oben auf die Schulter oder nach links unten auf die Taille geben oder irgendwo hin und haben gesagt, na, ach, das, es ist so ein Gemeinschaftswerk. Also es sind Kleider und es sind viele Dinge und ich habe auch einen handwerklichen Beruf. Dem, aber jetzt stehen Sie vor dem Problem, dass es zu viel ist. Sie müssten auswählen. Ja. Und wenn da vielleicht jetzt mal konkret eine Vorstellung zu entwickeln wäre, da gibt es jetzt Möbel, da gibt es Tuche, Stoffe, die Ihre Mutter bearbeitet hat. Dass Sie das Kostbarste, das für Sie am meisten Sprechende und Lebendige sozusagen für sich nehmen und so einen inneren Maßstab mal einführen, was liegt mehr am Rande oder was ist tatsächlich unhandlich, dann sagen Sie ja, es gibt viele Menschen, die sehr lieb sind, die Sie beraten, die Ihnen verbunden sind. Vielleicht, dass die sich über das ein oder andere auch freuen würden. Dass etwas, das ihre Mutter ihrem Leben geschenkt hat, von ihnen selber weiterginge. Das habe ich zum Teil schon getan. Aber wir Menschen sind alle verschieden. Und das, was ich liebe, mag vielleicht ein anderer nicht. Und ich habe schon verschiedene Dinge ausgesucht, die die Franziskanerinnen bekommen, die es ja dann anderen weitergeben. Aber das sind nicht gerade die Dinge, die man vielleicht armen Menschen geben könnte. Das sind Dinge anderer Art. Die sind, haben wirklich eine große Verbindung zu mir. Und ich bin jetzt gerade als junge Rentnerin, jetzt will ich das eigentlich erst genießen. Und es ist auch ein gewisser Zwang, denn diese kleine Wohnung wird modernisiert und ich muss mir jetzt überlegen, ob raus oder zwischen umsetzen, wieder zurücksetzen. Mhm. Und das sind, also das Problem ist noch viel größer. Ich wollte das hier nur nicht so ganz ausdehnen, aber sondern es, das Wesentliche aber es, da. Ja, aber es steht für den Umbau Ihres gesamten Lebensgefühls. Das ist ja nicht nur räumlich, sondern es ist insgesamt tief. Ja, es ist insgesamt die Frage, was möchte ich mitnehmen gewissermaßen für das letzte Drittel meines Lebens, für die letzte große Station? Und was ist da wesentlich? Mhm. Und ich glaube nicht, dass das so im Handumdrehen sich jetzt entscheiden lässt. Das ist ja ein Reifungsprozess. Ja. Man wird das nicht übers Knie brechen. Genau, das ist es. Ich soll Entscheidungen fällen, zu denen ich weiß nicht, offenbar noch nicht ganz reif bin, das kommt alles so schnell auf mich zu und ich möchte das also wenn, dann langsam auflösen. Und es ist tatsächlich eine große Entscheidung, wo noch eins hinzukommt. Ich bin ein sehr, sagen wir mal, aktiver Mensch gewesen, bin es auch jetzt noch und in meinen Ideen bin ich reich, aber ich merke, dass ich nun auch nicht mehr so ganz jung bin und mir manche Dinge schwerfallen. Ich habe es also auch begriffen, ich kann nicht mehr all das tun, was ich mal getan habe und gern getan habe in meinem Beruf. Und insofern dass wird das Leben immer enger, immer kleiner. Immer also enger das und Boot, kleiner. Mit dem Sie zum letzten Hafen fahren, das ist nicht mehr so ein riesiges Transportschiff, wie es mal war. Und ich glaube, dass Sie vieles haben entscheiden können, wenn es um andere ging. Ja, in Ihrem anderen Beruf Menschen, zum Beispiel. Immer. Für andere. Ja, für andere. Aber, ich habe sofort die Lösung gesehen, aber ich kann sie nicht für mich finden. Ich bin so belastet und so vollgeladen von eigentlich Liebenswürdigkeiten, dass ich also einfach den roten Faden jetzt nicht mehr finde. Und jedem, dem ich gerade im Moment zuhöre von meinen Freunden, dem kann ich dann eigentlich nur recht geben. Ja. Aber
Das heißt, Recht geben Sie sich ja selber. Sie sagen, ich habe es zum Beispiel nach der letzten Sendung einfach mal versucht, ein paar Tage abzuschalten. Also überhaupt nicht daran zu denken, was ich jetzt machen soll, sondern was in mir vor sich geht. Und ich glaube wirklich, in der Richtung wird sich eine Lösung vorbereiten. Ja. Sie machen mal die Augen zu und stellen sich vor. Also was sind die Dinge, mit denen ich wirklich was verbinde? Wo ist der Tisch, unter dem ich gekrabbelt bin und unter dem ich gespielt habe? Habe ich den noch lieb? Sehe ich noch vor mir die Beine dieses Tisches? Oder was ist es mit dem Sofa? Da habe ich drauf gelegen und Bücher gelesen oder gewippt und gesessen, Abitur, Physikum und Staatsexamen Abitur gemacht. Abitur vorbereitet. Studium und ist alles. Das jetzt, ja, und ist das jetzt ein Sitz der Weisheit, den ich noch brauche, oder kann ich den verabschieden? Dass Sie einfach Ihre Gefühlsresonanz auf die einzelnen Gegenstände mal durchprobieren. Wie das es dann klingt. Das ist ein guter Gedanke. Ja, das ist ein guter Gedanke. Es und gibt ein paar Dinge, die nicht so wichtig mir erscheinen wie früher. Mhm. Und es gibt ein paar Dinge, die haben wirklich Dominanz. Und, bevor ich Sie nicht bewahren kann, dass in 10 Jahren manches Ihnen lieb ist, dass es heute nicht ist, dass sich das Bild nochmal wechselt. Aber dann ist es auch nicht schlimm. Ja, und dann ist es auch nicht möchte schlimm. Ich, wenn ich darf, nochmal ganz kurz auf dieses Angebot dieser großen Wohnung, was ich ja, also das liegt mir ja zu Füßen, das habe ich ja im richtigen Augenblick angeboten bekommen, das ist eine 130 Quadratmeter Wohnung. Und da sagt jeder, um Gottes Willen, in dem Alter, man verkleinert sich, wenn man älter wird, und nicht vergrößern. Mhm. Und irgendwo, ich bin da drin gewesen, noch einmal in der Wohnung, und ich habe gedacht, also eigentlich möchte ich doch lieber in meiner mittleren Wohnung bleiben. Hier passt alles, hier hängt jedes Bild richtig, hier steht der Radioapparat richtig, die Lampe und das Fenster mit einem wunderschönen Ausblick, ohne Einblick. Und das ist alles so schön. Und ich versuche, mich in diese große Wohnung hinein zu transplantieren, die natürlich auch nicht ganz billig ist. Aber ich denke mal, dass ich das tragen könnte, denn ich habe keine Erben. Und wenn ich mir jetzt ausrechne, wie viel Lebenschance ich noch habe, dann denke ich mal, das müsste eigentlich reichen. Ja. Das Entscheidende ist, dass Sie nicht tun, was die anderen jetzt tun würden oder Ihnen sagen, das zu tun wäre, sondern was für Sie selber stimmt. Und da sprechen Sie plötzlich ganz mit sich in Übereinstimmung. Da fühlen Sie plötzlich, wie es richtig ist. Bis in die Details hinein. Das ist Ihre Welt, sagen Sie. Da ist alles an seinem Ort. Ja, hier. Und davon, hier, weil, und davon müsste man jetzt ausgehen. Ja. Da ist Ihr Zuhause. Ja. Frau Hane, wir lassen es da mal stehen. Ich denke, das geht jetzt weiter, aber wir haben gewissermaßen den Zug auf dem Gleise stehen. Ja. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung er fährt, aber dass er schon mal losfahren könnte, das scheint sicher. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre guten Ratschläge. Ich werde darüber nachdenken und ich werde auch noch mal solch eine persönliche Sendepause einlegen, indem ich ein paar Tage wegfahre. Und dann will ich mal sehen, wie das alles ist, wenn ich noch einmal in diese drei Wohnungen jetzt zurückkomme, was dann ist. Ganz herzlichen Dank, es war für mich sehr interessant. Dankeschön. Dankeschön, Frau Hanne. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Jähn. Ja, guten Abend, Herr Drewermann. Ja. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, Sie sprechen immer oder oft davon, wenn man, wie Sie auch eben in der halben Stunde gesprochen haben, wenn man sich mal ärgert über jemand anderen oder ärgern muss oder wenn man mal wütend wird, was dann vielleicht auch wieder verfliegt nach einer Weile, dass es einem hilft, wenn man weiß, wenn man den anderen genau kennt, was dahinter steckt, den Hintergrund oder was er vielleicht selber gerade erlebt hat, wie es ihm gerade geht oder überhaupt, was es für ein Mensch ist. Das kann man ja, wenn das Menschen sind, die man nicht so gut kennt, zum Beispiel, was weiß ich, entfernte Nachbarn oder Passanten oder irgend sowas. Und wie kann man das da am besten machen, dass man eben nicht so sich ärgert und dass so ein bisschen Wut aufkommt? Ja, ich glaube, verhindern, dass Wut aufkommt, kann man am Augenblick, wo man wütend wird, gar nicht. Das passiert dann. Aber die Frage ist, was man daraus machen kann.
Ich schilder jetzt mal ein Ideal, wenn Sie sagen, ich bin schon dadurch irritiert, dass ich manchmal gar nicht genügend den anderen kenne, über den ich mich ärgere. Dann liegt der Sinn der Aggression ja darin, dass man auf den anderen losgeht. Das ist aggressiv zunächst, aber es hat eine ganz sympathische Nebenfolge. Man geht auf den anderen los und in Wirklichkeit geht man auf ihn zu. Ja. Es ist nicht vermeidbar, dass man mit ihm näher in Kontakt kommt. Ja. Und man lernt ihn kennen. Das Problem wird dann sein, dass man dem anderen so sagt, was einen geärgert hat, dass er nicht sofort verletzt ist, sondern mindestens eine Chance behält, sich zu erklären. Mhm. Also wie man es hinkriegt, dem anderen zu sagen, hören Sie, Sie wissen das vielleicht gar nicht, aber mich wurmt seit langem schon dies und das. Mhm. Sie können vielleicht gar nicht dazu. Also solche Wendungen, die das ein Stückchen einkleiden und dem anderen erlauben, Stellung zu nehmen. Mhm. Vielleicht zu sagen, ja, wusste ich wirklich nicht oder habe ich nicht absichtlich gemacht. Ja. Es kann auch sein, er sagt, ja, das... weiß ich, dass das so ist. Nehme ich in Kauf. Dann wird es ein spannendes Gespräch. Ja. Über Ärger und Schuspe und Gleichgültigkeit auf der Gegenseite. Wie man die Interessen dann verteilt. Meistens, wenn man ärgerlich ist, hat man irgendwie ein Gefühl der Unsicherheit. Man sitzt irgendwie wie ein Sektkorken auf einer durchgeschüttelten Flasche. Und weiß nicht, wohin damit. Und dann ist die Frage, warum ist man so unsouverän oft oder hat so wenig Abstand zu der Sache? Warum fühlt man sich so rasch bedroht? Oder angegriffen oder geärgert oder so. Ja, angegriffen. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Man bezieht Dinge auf sich in einem Maß, wie es vielleicht nicht nötig wäre oder an Stellen, wo es überhaupt nicht nötig wäre. Ja. Und dass Sie das so ein Stückchen bei sich mal sortieren. Ich meine aber, Sie sprechen im Grunde von etwas ziemlich Konkretem. Wissen Sie, das also ist nicht so ganz allgemein. Das ist konkret und gleichzeitig kommt es ja doch häufig vor. Ich nehme mal an, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen. Bei mir persönlich kommt es nicht häufig vor. Wenn ich eine Zahl sagen soll, vielleicht einmal im Monat. Das mir mal so ein also Ärger. Sie können damit leben. Und das ich ist kann damit leben. So. Bloß, wie Sie so schön immer sagen, auch wenn Sie sagen, allgemein im Umgang der Menschen untereinander und miteinander, dass man nicht gleich verurteilen soll oder Maßstäbe setzen soll oder angreifen soll oder was weiß ich, dass man den Menschen oder die Menschengruppe kennenlernen soll und dadurch Verständnis hat und so weiter. Und so ist es eben auch, nehmen wir mal mich, auch in meinem Leben, wenn ich mich mal ärgere. Sie sagen über einen anderen Menschen, was nur Kleinigkeiten sind, sage ich jetzt mal so dazu. Mhm. Aber es ist doch eine kleine Einschränkung der Lebensqualität, würde ich mal sagen. Ja. Und wie, wissen Sie, das ist alles sehr schön, das stimme ich Ihnen voll zu, dass man womöglich Motive des anderen kennenlernt erstmal und überhaupt den Menschen kennenlernt und den Hintergrund und was weiß ich. Mhm. Aber das kann man doch nun nicht immer, jetzt mal von mir, meinem Beispiel abgesehen, das kann man doch nicht immer überall so ohne weiteres anstellen. Nein, das gebe ich Ihnen völlig zu. Es ist oft auch nicht nötig. Sie fahren mit dem Auto und vor Ihnen hampelt da jemand rum, der macht Sie wütend schon, weil Sie es eilig haben. Dann flucht man vor sich hin und hat es hinter sich. Man hat ja überhaupt keine Möglichkeit, mit dem anderen zu verhandeln, will das auch gar nicht. Außerdem verschwindet der sowieso an der nächsten Kreuzung. Also es ist kein großes Problem dann. Es ist wirklich nur ein momentaner Ärger gegen jemanden, den man überhaupt nicht kennt. Mhm, und ja, mir scheint, dass man am leichtesten sich ärgert, auf einen solchen Distanz hin. Bei Menschen, die man nicht wirklich kennt oder bei Dingen, die anonym einem auf den Tisch gelegt werden. Ja. Behörden, bürokratische Dinge, Institutionen, Machenschaften. Je abstrakter die Dinge sind, desto reueloser kann man wütend sein. Man kann sich's gewissermaßen gönnen, dass einem jetzt mal richtig die Galle kommt. Schüttelt den Organismus durch und ist danach ganz entspannt. Wissen Sie, hat ja keinen Schaden. Nein, nein. Wissen Sie, ich sage immer, sich ärgern und wütend werden ist Luxus. Und Luxus ist überflüssig.
Und sollte man nicht... Das ist eine Energievergeudung. Auch, ja. Es ist nichts, was sein soll und was sein braucht. Es kommt eben und es geht wieder weg. Aber ich dachte, Sie könnten da noch mehr also dazu. Das Wichtigste sind die zwei Punkte. Das eine ist, man muss sich vielleicht gar nicht so oft gemeint, attackiert und bedroht fühlen. Je sicherer man mit sich in Übereinstimmung ist, desto weniger Gelegenheit wird es geben, sich wirklich zu ärgern. Und der zweite Punkt, je genauer man die Person kennenlernt, über die man sich ärgert, je mehr man überhaupt menschlich mit ihr in Kontakt kommt, beginnt ein Gespräch. Und das ersetzt in aller Regel die Wut. Der ja. Sinn der Aggression ist tatsächlich, mit dem anderen in Kontakt zu kommen und die innere Keule durch das Gespräch zu ersetzen. Ja, man haut nicht mehr drauf, man hört ein bisschen zu und tauscht sich aus. Ja. Dann bleiben Zonen, wo es sich lohnt zu ärgern. Wo man überzeugt ist an diesen Stellen, hat die Wut etwas Nützliches, sie ist wie ein Rambock, Dinge beiseite zu räumen. Das ist dann ein Arbeitsinstrument. Also dann ist die Frage, wie man diese Energie in Motorik übersetzt. Dürfen wir an der Stelle unterbrechen, Frau Jent? Ja, bitte. Wir danken Ihnen sehr für das Gespräch. Wiederhören. Dankeschön, das war ein interessantes Thema. Ja. Wir machen jetzt noch eine kurze Musik und dann sind Sie gleich wieder da, mit Herrn Drewermann zu sprechen. Rufen Sie uns an, 30 20 00 20. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Wir haben einen weiteren Hörer. Guten Abend, Herr Hadrosek. Ja, guten Abend. Jetzt ist es doch der Nachname geworden. Herr Jens, wäre mir lieber. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, die Einleitung auf mich anzuwenden. Ich merke, dass es mich anspricht, dass mich gerade die heutige Sendung schon sehr berührt hat, auch mit dem sich klein fühlen. Dann aber auch das, was Sie unter der hysterischen Variante genannt haben, den Leistungsdruck. Also ich habe das Problem zum Beispiel auch mit hohem Blutdruck. Nicht sonderlich hoch, aber für mich schon wahnsinnig. Dass Sie irgendwie ständig unter Druck stehen, haben Sie das Gefühl? Ja, es fällt mir selber auf und das ist für mich sehr schwer. Also gerade wenn ich das auch höre, das Nichtmachen, dann frage ich mich immer auch, ja gut, das ist Herr Drewermann, der das so interpretiert. Sehe ich das so? Wie sehe ich das? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Und dann ist für mich auch nicht ganz klar, das auseinanderzuhalten, dass sich selber klein fühlen. Auch wie Sie sagten, mit der körperlichen Größe, so klein bin ich auch nicht, 1,90. Und ja, denke eigentlich schon recht stattlich, aber vom Fühlen her gar nicht. Und dann kenne ich das genauso. Sich das auch ein bisschen groß machen wollen. Irgendwo schon, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe jetzt noch nicht groß Karriere gemacht oder ich mache jetzt noch nicht irgendwie, es gab Ansätze irgendwie mal, was durch Sport oder irgendwie in der Schule oder Studium, wo für mich auch die Frage war, hat alles nicht so funktioniert. Ich halte mich jetzt so ein bisschen über Wasser, finanziell auch, und entdecke aber auch, dass das gar nicht so falsch ist. Dass es gar nicht so die großen Ziele sein müssen, um irgendwer zu sein. Ja, aber also so richtig ist dabei, dass Ihr Leben sich ein Stück beruhigt, weil äußerlich haben Sie ein Stück Selbstständigkeit gefunden und jetzt geht es darum, wie die Zielsetzungen sich ein Stück so verringern. Äußerlich könnte ich vielleicht noch ergänzen, ruhiger würden. Äußerlich könnte ich sagen, dass ganz wichtig ein Umzug war, eine Wohnung, eine Gegend, wo ich mich wohler fühle, zu Hause fühle, wo auch nicht so viel Straßenlärm ist. Das äußerlich und ja gut, den Job, den ich da habe, es scheint etwas sicherer zu werden. Es scheint. Ja, aber dass Sie ein ganzes Stück bei sich mehr angekommen sind. Das ist räumlich, wohnungsmäßig, arbeitsmäßig, wirtschaftlich. Also der hat sich ein Stückchen bewegt in mehr an Selbstvertrauen. Aber es fehlt eine ganze Menge, also so richtig Es fehlt eine ganze Menge. Auch so eine, ich
ich weiß es nicht. Ist es ein Zur-Ruhe-Kommen oder ist es auch eine Antriebslosigkeit? Ist es ein Sich-Ausruhen-Wollen nach sehr viel Energie verpulvern oder ist es eine Antriebslosigkeit? Wie denn würden Sie sagen, sind die Punkte oder Inhalte, wo Sie sich am wenigsten über den Weg trauen? Wenn Sie so sprechen, habe ich den Eindruck, dass irgendwann vor langer Zeit, in Kindertagen womöglich, etwas so gewirkt hat, dass Sie bei aller Körpergröße, bei aller Anstrengung und Leistungsbereitschaft immer das Gefühl hatten, es ist doch mit mir nicht richtig, es klappt doch nicht. So wie wenn hinter Ihnen dauernd so ein Echo wäre, das sagt, Junge, guck dir es doch mal an. Kann doch nicht, wird doch nicht, ist doch nicht. Tja. Gab's da sowas mal? Ja, im Grunde eigentlich ständig. Also was mir jetzt mal bei den ganzen Gesprächen auch mit den anderen Hörern aufgefallen ist, also dass sie häufig sagen, es lohnt sich, einen Abstand von der Familie zu haben, dass man erstmal für sich was findet. Dass ich mir eigentlich im Grunde wieder Vorwürfe mache, ja, da ist die Oma im Krankenhaus und da ist ja, da ist kein Kontakt zum Vater oder zum Bruder, wo ich mir mal erlaubt habe. Ihr ganzes Zuhause war chaotisch irgendwie. Es war kein Zuhause. Das, was man Zuhause nennt, war kein, so könnte ich das jetzt sagen. Ja, und dass ich, also Geborgenheit oder sowas, Ruhe mal oder sich anlehnen können, das war bei diesem Durcheinander nie. Nee, viel zu wenig. Mutter vielleicht, wenn sie mehr gekonnt hätte. Ja, jetzt kommt mit hinzu, dass sie noch immer wieder sich angefordert fühlen, was tun zu müssen. Ja. Auch das gehörte da mit hinein, statt sich anlehnen zu können. Ja. Es gibt kein Ende. Es ist ein Hetzen, ja. Was war denn und ist bis heute geblieben der Inhalt, das Unerfüllbare, dem Sie dauernd hinterherlaufen mussten und müssen? Perfektionismus fällt mir mal ein. Das Wort spricht mich auch an, wenn Sie das so sagen. Und wer verkörperte den Perfektionismusanspruch? Für wen mussten Sie vollkommen sein? Eher mehr Gefühle. Also es ist eigentlich eher mein Gefühl, wo ich mir jetzt die letzte Zeit überlegt habe, das ist dann eher mein Vater. Weil irgendwo was jetzt fehlt, ja, vielleicht ist es doch, dass irgendwo mal, dass er auch kommt, dass er sagt, Junge, es ist in Ordnung. Oder dieser Satz, du bist doch mein Sohn, ja. Ja, das haben Sie nie gehört in dem Sinne. Nee, da könnte ich heulen wie ein Schlosshund. Ja, ja. Das haben Sie so gesucht mit aller Anstrengung, dass Ihr Vater mal sagte, jetzt ist es gut genug, mein Junge. Indem er mal ja da ist und sich ja überhaupt mal mit mir mal unterhält und nicht irgendwas aus seiner Welt ständig immer davor schiebt. Ja, wenn wir jetzt mal denken in der Eile, wir können das ja nicht ausfalten, wie es eigentlich sein müsste. Wenn wir mal denken, Ihr Vater ist aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit vermutlich dazu überhaupt nicht imstande. Er steht sich selber im Wege aus 100 Gründen. Er kann das überhaupt nicht, jemand anders anerkennen oder seinen Sohn gelten lassen. Er ist dauernd mit sich beschäftigt. Kann sich selbst nicht mal gelten lassen. Ja. Dass er im Grunde nur seine Selbstablehnung verbreitet und atmosphärisch macht. Jeder, der da reinkommt, schnappt nach Luft und kriegt keine mehr, wenn ihr Vater losgelassen wird. Ja, das ist genau das, was meine Mutter sagte, wie für sie klar war, dass es nicht mehr geht, dass sie keine Luft mehr nehmen kriegt. Ja, ganz buchstäblich so. Wenn das doch aber so jetzt Ihre Erkenntnis schon ist, Herr Jens, dann müssten wir doch sagen, es ist Ihr Vater genau der Falsche, um das zu finden, was Sie suchen. Aber ich suche mir heute die Leute ja wieder, das merke ich ja. Dass Sie mit ganz viel Durst immer wieder zu einer Zisterne gehen, von der längst versteht, dass nur noch Sand drin ist, ist trocken. Ja. Und wo Sie die Orte finden, die Menschen finden, die wirklich ein Brunnen sind, also wo es sich lohnt, den Eimer runterzulassen, weil da auch Wasser wieder hochkommt. Solche Leute gibt's doch. Ich vermute mal, jeder Normale in Berlin, über ein paar Millionen, macht es Ihnen leichter als ausgerechnet Ihr Vater. Ist dann da aber auch nicht die Gefahr... Jeder reagiert normaler auf Sie. Ist dann die Gefahr, zu viel zu wollen? Klar, und sich die Falschen auszusuchen. Die Neigung,
sagen Sie, er ist ganz groß. Also immer wieder vaterähnliche Personen in dieselbe Situation zu buxieren. Genau, da geht's aber nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Drum, dass es vielleicht Leute gibt, die sind ihrem Vater überhaupt nicht ähnlich. Oder es ist auch gar nicht die Frage jetzt, wie können die meinen Vater ersetzen, die es nie gab. Sondern wie komme ich mal als Jens mit vernünftigen Leuten zusammen, mit meinesgleichen sozusagen. Mit Menschen, die haben auch Schwierigkeiten, suchen auch, sind aber ganz famose Kameraden. Und lernen mal Kreise kennen, in denen es sowas gibt überhaupt, wie akzeptiert werden, wie miteinander leben. Wie nicht dauernd Nüsse knacken, die hohl sind, sondern wie es möglich ist, zusammen auszutauschen. Tja, wie? Das ist genau die Frage. Also es beginnt damit, behaupte ich, dass Sie auf der Suche sind nach Autoritäten, nach Leuten, die irgendwie über Ihnen stehen, die vaterähnliches Format haben. Ja, und ich denke, das macht die Sache schwierig. Wenn Sie mehr bei Ihresgleichen suchen, auf derselben Ebene, Also nicht bei Dozenten, Chefs, Vorgesetzten. Sondern ja, die sich auch eher klein fühlen, oder? Ja, Leute, die als Kameraden in Frage kommen oder als Freunde sogar. Ich vermute, da geht es viel leichter, weil dann diese Schemata nicht sind. Wie mache ich es dem richtig? Wie kriege ich von dem Anerkennung? Ein Freund hat einem auf die Schulter und sagt, prima, und dann war's das. Uns langt für einen ganzen Tag als Freude. Und wenn das dann auch nicht kommt. Aber man muss ihm nicht so viel beweisen, man muss nicht so hoch wachsen, bis das Vaters Format kriegt, bis es perfekt wird. Lauter Münchhausen-Geschichten. Puh, da fallen wirklich ja tausend Sachen dazu ein, aber es wird wahrscheinlich zu lang. Wir lassen es jetzt mal da, Herr Jens. Das merken Sie, das sind tausend Dinge und das ist ein ganzes Leben. Aber dass wir ein bisschen daran sortiert kriegen, woher Ihr Stressgefühl kommt. Auch daher. Das permanente Ungenügen kommt mit Sicherheit daher. Und wir müssten da eine Distanz zur Vergangenheit schaffen. Auch durch neue Formen von Beziehungen. Dürfen wir an der Lassen Stelle schließen? Mal. Sie gucken einfach, wie es weitergeht. Ja. Dankeschön. Und sprechen weiter, wenn es sich ergibt, wieder. Dankeschön. Okay, schönen Dank. Ja. Tschüss. Dankeschön, Herr Jens. Und wir haben einen weiteren Hörer. Guten Abend, Herr Kröger. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und zwar regt mich hier in Berlin einiges auf. Und zwar an der Deutschen Bahn AG und an der BVG. Ich verkaufe selber die Berliner Obdachlosenzeitungen. Beide, die es ja nun hier in Berlin gibt. Aber die Deutsche Bahn AG sowie die Berliner Verkehrsbetriebe erlauben es ja den Verkäufern nicht in der Bahn zu verkaufen. Und ich bin also der Meinung, wenn ein Verkäufer anständig sauber gekleidet ist, einen gültigen Fahrausweis hat, warum sollte man diesen Menschen nicht eine Chance geben, diese Zeitung auch in den S-Bahn-Zügen zu verkaufen? Ja. Weil ein Obdachloser, Sie wollten zuerst was sagen. Ich verstehe es auch noch nicht. Ich weiß, dass das in allen Bahnhöfen seit mindestens 5 Jahren jetzt so gemacht wird. Man drückt diese Sammlungsstätten, die es für viele Obdachlose gewesen sind, einfach raus. Schafft sie weg, brutal, kehrt sie wie mit dem Besen. Aber was Sie jetzt sagen, ist ja noch pedantischer, als ich es mir gedacht habe. Sie wollen ja lediglich aufmerksam machen auf die Not all derer, die man da rausgekehrt hat. Und das macht den Herrn offenbar ein derart schlechtes Gewissen, dass Sie das nicht dulden. Richtig, genau das ist es. Ich meine, ich war selber mal von der Obdachlosigkeit selber betroffen und habe mich also wieder gefangen, da ich eine eigene Wohnung habe, meine Arbeit nachgehe und mache es also nebenbei noch zu meiner Arbeit, in denen ich also die Zeitung noch verkaufe. Und ich bin also der Meinung, dass man so Leute, die den Mut haben, in den S-Bahn-Zügen die Zeitung zu verkaufen, die Chance geben sollte, dass derjenige, der davon betroffen ist, wieder Fuß zu fassen. Ja, ich begreife es jetzt zunächst mal, sind wir in dem Punkt völlig einer Meinung. Ich begreife es nicht, warum das ausgerechnet in Deutschland so ist. Richtig. Ich habe es noch vor Augen in der Pariser Metro, dass Leute Musik machen und dann kollektieren gehen. Das ist nicht legal. Nach der Verordnung müsste man die auch rausschmeißen. Aber ich habe nie gesehen, dass das passiert. Richtig, die ganz genau. Auch, ich meine, die Metro-Schächte warm sind, im kalten Winter da sitzen und bleiben. Ja.
Das ist eine deutsche Gründlichkeit und Sauberkeit, die fimmelig ist oder faschistoid ist. Genau richtig, genau das ist es. Ich meine, was mich ja auch zum Beispiel ärgert, ist ja, wir haben in Berlin hier einige tausend leere Wohnungen und die Sozialämter machen ja den Betroffenen ja selber auch noch Schwierigkeiten, wenn sie, also man darf ja als Alleinstehender ja nur eine Wohnung mit bis maximal 50 Quadratmeter haben und einen Quadratmeterpreis von 7,80 Mark Warmmiete. Und wenn der also über diesen Preis geht, kriegt er die Wohnung nicht. Aber die Sozialämter selber schmeißen für so ein Obdachlosenwohnheim 3.000 Mark teilweise raus. Ja. Und wenn er so eine Wohnung findet, bekommt er sie nicht. Man kapiert da vieles nicht. Das war heute Abend in den Nachrichten sogar. Die Mitteilungen stehen in den neuen Bundesländern, also in der alten DDR, 1 Million, das war die Zahl, 1 Million Wohnungen leer. Sind über 800.000 gekauft worden, als Privatwohnungen aufgebaut worden. 1 Million Wohnungen stehen leer. Man muss sich das vorstellen, werden in großem Stil weggesprengt. Wir sprechen also hier in Deutschland über Obdachlosigkeit, ne? Und das kann ja auf der einen Seite auch nicht angehen, ne? Es ist idiotisch geradezu, weil es doppelt kostet, wie Sie richtig zusammenzählen jetzt. Also statt die Leute unterzubringen, muss man für alle Folgeschäden der Nichtunterbringung aufkommen. Man muss neue Wohnungen beschaffen. Man hat viele Leute, die völlig unversorgt bleiben. Jetzt aber mal konkret, was können Sie denn nach Ihrer Auffassung tun? Ist das möglich, zu irgendeinem Bahnhofsvorsteher zu gehen und zu sagen, so verhält sich das? Wir machen hier nichts durcheinander. Nein, genau das ist es. Ja, ich verkaufe die Zeitung selber. Ja, ich habe im Großen und Ganzen keine Schwierigkeiten, also in den S-Bahn-Zügen zu verkaufen. Ja, aber es sind ja nun auch einige Kollegen drunter, die, sage ich mal, auch mal ein Döschen Bier zu viel trinken und trotzdem die Zeitung verkaufen. Man kann es ja nicht immer kontrollieren. Ja, und es sind auch vielleicht einige Kollegen drunter, die vielleicht versuchen, die Zeitung zu verkaufen, wenn sie keinen gültigen Fahrschein haben. Dann müssen wir jetzt hier unterscheiden. Dann geht es der Bahn AG nicht darum, Leute zu entfernen, die den Straßenboten verkaufen wollen oder wie die Zeitung jeweils heißt, sondern die reagieren auf ein anderes Problem. Nein, die reagieren allgemein. Oder mangelnden Fahrschein. Nee, es geht nicht nur um den Fahrschein, sondern auch um die Person, sondern allgemein darf man in Berlin die Zeitungen, also ob das Motz oder Straßenfeger, wie die beiden Zeitungen ja hier in Berlin heißen, die dürfen in den S- und U-Bahn-Zügen nicht verkauft werden. Und wenn sie verkauft... Aber Sie sagen ja, Sie tun das. Ja, es ist geduldet. Eben. Wenn also wirklich ein ganz scharfer drunter ist, also von den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn AG oder auch von der BVG, der kann sich also eine Strafanzeige einhandeln wegen unnützigen Gewerbehandel, ne? So. Und da bin ich also der Meinung... Aber es ist ja kein... es ist ja kein Gewerbe. Halten wir doch mal fest. Sie sind halt legal. Die Bahngesellschaften allgemein in Berlin, ob das BVG oder S-Bahn, die sagt ein unerlaubtes Gewerbetreiben. Und da fangen sie sich dann schon wieder eine Strafanzeige. Also wird der Betroffene... Dann müsste man doch jetzt wahrscheinlich mit der Stadtverwaltung Berlin mal klären, ob der Verkauf des Straßenkreuzers als Gewerbe überhaupt zu bezeichnen ist. Das ist er ja nicht. Es ist im Grunde eine soziale Unternehmung, so wie man sammeln könnte, wie die Bahnhofsmission mit der Kiste da ist und sammelt für Leute, die Nacht Asyl suchen. Was anders ist das auch nicht. Es ist kein Gewerbe, sondern es ist ein soziales Sammeln. Richtig. Dass man die Definition über die Zeitungen selber machen ja durch den Verkauf der Zeitung sind ja beide gemeinnützig. Eben. Die haben ja beide sogar Unterkünfte für obdachlose Mitmenschen in Berlin. Ja. Die unterstützt werden durch den Verkauf der Zeitung. Richtig, genau. Also insofern müsste man doch, wenn das der Vorwurf jetzt ist, da würde Gewerbe getrieben, von der Stadtverwaltung klären, der Verkauf des Straßenkreuzers, egal an welcher Ecke, ist zu betrachten wie das Spendensammeln von der Bahnhofsmission oder von anderen karitativen Einrichtungen. Richtig, und dann also so sehe ich das gelöst. Ganze auch. Aber die Bahngesellschaft sagt sich, nein,
Und die Senatsverwaltung, was mich ja hier leider in Berlin so ein bisschen ärgert, also ich bin also auch kein gebürtiger Berliner, ich wohne also auch erst seit 6 Jahren hier in Berlin, und ich muss das also selber so verfolgen. Also was wir bräuchten in dem Zusammenhang wäre ein Schreiben an den Senat und schließlich von dem Senat, in dem diese unsere Auffassung vom Verkauf des Straßenkreuzers mit Siegel und Unterschrift genehmigt wird. Also ich habe jetzt natürlich und wir beide in der Sendung nur diese Möglichkeit. Erstmal, wir sagen allen, die uns zuhören, kauft den Straßenkreuzer so tüchtig ihr könnt, ihr unterstützt damit Straßenzeitung oder die Obdachlosenzeitung Motz. Also in dem Moment spreche ich jetzt ja nun also auch den Mitbewerber von der Motz an. Richtig. Wir machen jetzt offizielle Werbung für diese Zeitung. Es lohnt sich, die zu kaufen, weil damit, ohne dass gebettelt wird, das ist ja das Entscheidende, Nutzen gestiftet wird. Die Leute, die die Zeitung lesen, erweitern ihren Horizont für soziale Probleme, die sie sonst nicht erfahren würden. Vollkommen ein richtig. Großer Vorteil. Und das Geld, das einkommt, wird nicht versoffen, sondern geht in vernünftige Zwecke rein. In den Verein rein, in den der Verein weitere Notunterkünfte für obdachlose Mitmenschen in Berlin schaffen kann. Dürfen wir, Herr Gröger, dürfen wir an der Stelle, Herr Gröger, das Gespräch beenden? Jo. Dankeschön. Ich danke auch, dass Sie angerufen haben. Jo, danke wiederhören. Wiederhören. Dankeschön. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Brigitte. Ja, guten Abend, Herr Dr. Eugen Drewermann und guten Abend im Team. Ich wollte mich erstmal nochmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass es diese Sendung gibt und dass es Sie gibt, weil ich dadurch eine ganz andere Ansicht zu Gott und dadurch auch viele Ängste verschwunden sind, die ich früher hatte, auch hinsichtlich der Gestalt Gott oder Gott, wie ich mir immer vorgestellt habe, ja, mit Strafen und nicht Strafen. Herr Doktor, immer Angst gemacht, seit Kindertagen immer Angst, wenn Gott ins Spiel kam. Genau. War schrecklich, buchstäblich. Ja, Dr. Eugen Drewermann, und ich hätte gerne mal eine Frage, also oder zwei Fragen an Sie gerichtet. Ich habe aus Ihren, also ich habe zwei Bücher schon von Ihnen gelesen, kleinere Bücher. Den Titel kann ich jetzt gar nicht mal nennen, weil ich den auch immer vergesse. Mhm. Ich habe daraus für mich erlesen, dass Sie Gott, dass Sie sagen, dass man Gott in der Liebe findet. Also, dass man Gott nicht als Gestalt und als Person oder als Personifizierung irgendwo findet, sondern dass man Gott in der Liebe oder in sich selbst findet, ja, in der Liebe zu sich selbst oder die Liebe, die man vielleicht an den anderen Menschen weitergibt. Und da wollte ich fragen, ob ich Sie da so richtig verstanden habe, ob man dort Gott findet. Und dann wollte ich Sie noch fragen, ob, wenn man zum Beispiel auch Hass hat oder Wut oder das Mögliche, was man auch so an negativen Eigenschaften in sich trägt, ja, wo man das dann hinordnen soll, ja. Und also dann sagt, ob das so die Schwächen sind, die einen Gott so mit auferlegt hat in seiner Schöpfung, kann man ja in dem Sinne nicht so sagen, weil sie das ja immer anders interpretieren, nicht Schöpfung in dem Sinne, dass man aus der Rippe entstanden ist, sondern dass man sich ja über Millionen Jahre entwickelt hat, also aus einem Einzeller heraus. Und ob man, wie man das dann deuten kann, so die Schwächen, die man hat, oder die Wut und den Hass, die man so oft manchmal auch in sich trägt gegen andere Menschen, oder weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel verarscht, vielleicht sich umgekehrt oder wenn man irgendeine Krankheit hat, die ein anderer nicht hat. Also eben das Übliche, was jeder Mensch so, in seinem Leben so. Also ich höre einmal, Frau Brigitte, dass Sie eine ganze Menge Angst in Ihrem Leben erfahren haben müssen. Das ist Angst vor Gott, aber dann auch Angst vor anderen Menschen. Und ich vermute, dass beide schon sehr zusammenhängt. Dass das zurückgeht auf die Art, vor allem, wie sie ihre eigenen Eltern erlebt haben werden oder ein Teil der Eltern. Das Gottesbild fällt ja nicht einfach vom Himmel, sondern es malt sich nach bestimmten Vorbildgestalten. Und mir scheint, dass, wenn Gott so schrecklich gewirkt hat, er die ganze Angst übernommen hat vor Strafen und vor Ablehnungen, vor innerer Verfolgung, die von irgendeiner
Person ihrer Eltern, dem Vater oder der Mutter, ganz früh schon ausgegangen ist. Mhm. Ja, gibt's da für Sie Erinnerungen oder Erfahrungen, die so sein können? Ja, es sind schon einige Sachen vorgefallen, die mich, dass ich da irgendwie Gott, also auch als strafenden Gott gesehen habe. Oder als Gott, vor dem man Angst haben muss, auch irgendwo, ja. Aber auch als liebende Gott oder der auch Trost spendet, ja. Also ich habe auch oftmals, wenn ich Angst hatte oder wenn ich, weiß ich nicht, krank war oder so, auch zu ihm gebetet und habe dann aber auch für mich Trost erfahren. Und daher drängt mich auch die Frage, auch nochmal, die kommt dann zusätzlich noch hinzu. Sie haben auch manchmal gesagt, dass man Gott nicht als tätigen Gott sehen darf, ja. Und dass er, ich meine, irgendwo stimmt es auch schon. Ich meine, es ist ja so viel Leid auf dieser Welt, ja. Und so viele Menschen, die auch so viel jeden Tag an Leid erfahren, ja. Und wo man dann sagt, na, wo ist denn da Gott, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel für mich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich zu ihm gebeten habe, dass ich auch Hilfe bekommen habe, ja. Also, oder ich habe zumindest gedacht, Also Gott war bisher immer beides. Es war sehr widersprüchlich. Mal war er schrecklich, genau, und machte viel Angst, und dann war er auch wieder ein Trost. Genau, ja. Wie kriegen Sie das denn jetzt in Verbindung mit der Art, wie Sie Ihre Eltern erlebt haben? Ich denke, da passt das als allererstes in ein kleines Mädchen noch. Ich vermute, das war sehr früh schon. Wendet sich an seine Mutter oder an seinen Vater, hat den sehr lieb auch, aber auch viel Angst davor, und beides vermischt sich. Ich denke, so kommen wir auch zu dem Problem von Hass oder von Ärger und Zorn. Wenn man sich so hilflos und bedroht fühlt, dann ist man innerlich auf Auseinandersetzungen vorbereitet. Nichts weiter ist eigentlich Ärger. Also ich muss sagen, dass meine Eltern selber auch so leben, ja, auch jetzt noch wir hatten jetzt öfters mal die Diskussion über Gott, ja, und ich habe, seitdem ich ihre Sendung auch verfolgt habe oder auch jetzt auch einige angefangen habe, einige Bücher zu lesen von ihnen, sehe ich Gott in einer anderen, von einer anderen Sicht, von einer anderen Perspektive, ja, was mir auch hilft, ja. Also ihn nicht mehr so zu sehen oder auch viele Sachen nicht mehr so verschleiert zu sehen und so, weiß ich nicht, so, naja, es ist ja auch ein sehr kindlicher Glaube, wie manche Leute sich so Gott vorstellen, ja. Und die manche Leute sind jetzt als erstes ihre Eltern, weil ja, sie oder auch, ich meine, sagen. Ja, oder auch zum Beispiel, ich sage, meine Eltern waren noch in der Kirche und auch da, von daher wurde auch viel Angst gemacht, ja. Auch hinsichtlich jetzt für meine Eltern. Die glauben auf eine sehr wörtliche, robuste Art an die Dinge, so wie die Kirche die gelehrt hat. Also tatsächlich, dass jetzt die Frau, weil sie in der Bibel steht, aus der Rippe geformt wurde. Wenn es die Bibel sagt, muss es so gewesen sein. Genau, und wenn da von der Hölle die Rede ist und vom Teufel, ja Donnerwetter, dann muss man das noch ernster nehmen. Ja. Da geht's dann gleich zur Sache auch. Genau, sieht's auch. Diese Angst, diese religiöse Angst ihrer Eltern, die war für sie wie so eine Dunstglocke ihrer ganzen Kindheit. Und ein bisschen sind sie froh, da jetzt die Fenster mal aufzumachen und ein Stück Freiheit zu atmen. So sieht's aus. Kann man so sagen. Also das, deshalb wollte ich Sie auch nochmal fragen, wissen Sie, ob man eben Gott, ich meine, wenn er nicht, so wie Sie das auch oft schon gesagt haben, dass man ihn eben nur in der Liebe finden kann. Also dass man ihn nicht als Wesen irgendwo suchen darf, der jetzt in mein Leben eingreift oder in das Leben überhaupt eines Menschen, sondern dass er irgendwie einfach nur so in der Seele oder in der Liebe zu finden ist, ja. Ich denke, so sagt die Bibel selber ja mal im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe. Das schließt nicht aus, dass wir ihn uns als Person vorstellen und so auch glauben können. Liebe ist ja nicht einfach nur eine Energie, sondern sie bezieht sich auf eine andere Person, auf ein Gegenüber. Liebe ist eine Beziehung mindestens zwischen zwei Personen. Mhm. Und so kann man sagen, ist Gott die Liebe in dem Sinne, dass er den Hintergrund bildet für uns selber. Um überhaupt daran zu glauben, dass die Liebe zum Beispiel stärker ist als die Gewalt oder das Vertrauen stärker sein kann als Angst, dass im Ganzen die Welt gütig grundiert und getönt ist. Ja, das Problem ist, wenn man sich so heute die Menschen ansieht oder auch so, so wie die Welt betrachtet, oder die Welt kann man ja nicht sagen, man muss sagen, die Menschen, die in der Welt leben, ja,
dann ist eben von der Liebe, also es gibt noch Liebe, aber es ist auch viel Hass da und viel Missgunst und Neid und Ängste und schon durch die Gesellschaft geprägt, ja, in der man lebt, ja, und auch schon durch dieses, kann man sagen, so ein Berufsleben, ja, dass man sich immer durchsetzen muss, dass man immer stark sein muss, ja. Und da fragt man sich dann eben, ja, wo ist denn da, wo kann man da Gott finden? Wissen Sie, ich meine, wo kann ich da Gott suchen? In so einer knallharten, kalten Welt, kann man manchmal sagen, ja. Das glaube ich, dass Sie vor den Menschen, vor der Welt genauso viel Angst spüren, wie Sie es vorhin von Gott her schilderten. Mir scheint, es ist oft eine ganz große Hilfe bei all dem Durcheinander, was man tagtäglich erlebt mit Menschen, Situationen, im Beruf, weiß der Teufel wo, dass man irgendwo einen Hintergrund hat. Also ähnlich wichtig, wie wenn man auf einem Schiff mitten im Sturm schon mal den Leuchtturm sieht und hat einen Punkt zur Orientierung. Man hat nicht schon den Hafen damit erreicht, aber man kann den Kurs festlegen. Auch wenn man aus dem Kurs herausgeworfen wird, weiß man immer noch ungefähr, wo man sich befindet. Und das ist sehr viel wert. So ähnlich ist der Glaube. Mhm. Frau Brigitte, haben Sie Verständnis? Ich verstehe das. Okay, ja. Das ich bedanke mich, ja. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön Ihnen. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Puls. Guten Abend. Guten Abend, ja. Ich habe Sie vor 14 Tagen angerufen. Ich war ziemlich verzweifelt. Ich hatte eine schlechte Nachricht, was meine Mutter betraf, die nun ziemlich alt war und jetzt noch in ihrem Alter beide Beine amputiert bekommen sollte. Ja, wie Sie sich verhalten sollten, war Ihre Frage. Genau. Das war sehr widersprüchlich. Es war widersprüchlich. Ich bin dabei geblieben. Sie haben mir merkwürdigerweise sehr geholfen. Sie haben mir eins gesagt, nämlich versuchen Sie einfach nicht die brave Tochter zu sein. Nicht mehr. Ja. Ich bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte es nicht sein. Ich möchte es nicht mehr sein. Ich war 30 Jahre und das hat gereicht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich von meiner Mutter noch einmal hören, nämlich dann, wenn sie tot ist. Ganz abgesehen davon, es geht mir besser. Es geht mir einfach besser, weil sie mir gesagt haben, weil sie mir einfach bestätigt haben, was ich eigentlich von anderen Leuten auch schon gehört habe, leb dein eigenes Leben. Versuch einfach mal deine eigenen Sachen über diese alten Sachen zu stellen und und ein Mensch zu sein, ein eigener Mensch. Und das bin ich dass ja eigentlich schon, seit Ewigkeiten. Ja, dass Sie selber ein ganzes Stück mit sich geschlossener jetzt sind. Also dieser Widerspruch, muss ich jetzt, obwohl ich gar nicht will, soll ich jetzt, obwohl ich es gar nicht wirklich kann, dass dieser Widerspruch ein Stück sich aufgelöst hat. Sie sagen jetzt, ich muss nicht mehr, als ich kann und ich will auch nicht mehr. Nein, ich habe versucht, nicht zu lieben. Ich habe versucht, die Liebe zu erringen und ich habe es mit meiner Familie, die ja gar nicht meine war, mit der habe ich Ewigkeiten versucht, ins Reine zu kommen und es hat einfach nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt ist mein eigenes Leben dran und da hängen ja nicht nur ich dran, sondern meine Familie hängt da dran. Und Ich habe in Erinnerung noch, dass da Ihre Schwester zwischen gefunkt hat, auch mit Vorwürfen. Ja, die war diejenige, die hat das ausgelöst, ja. Ja, natürlich. Also die Schwester ist eine Halbschwester und ich sage das jetzt ganz bewusst, sie ist eine Halbschwester, denn sie ist nur teilweise in mein Leben getreten. Ich habe sie nicht immer miterlebt. Ich habe sie erzogen in Ermangelung einer Familie sozusagen. Ja. Und danach machte sich die Familie selbstständig und ich war eigentlich nur immer fürs Grobe zuständig. Ja. Sie waren so überverantwortlich und immer hineingezogen wieder in Zusammenhänge,
Also wie wenn Sie die Mutter Ihrer Mutter hätten sein müssen, um überhaupt ein Mädchen zu sein. Nö, ich war der Ersatz für den Stiefvater. Ich war schlicht und einfach der Ersatz für den Stiefvater. Ja, also der Partner der Ihrer Mutter. Und dass Sie das leid sind, weil diese Rolle Ihres Lebens war wie erstickend all die Jahre. Es war immer viel zu viel. Mhm. Und auch nie gut genug. Also es war unerfüllbar im ganzen Quantum viel zu viel. Ja, aber davon habe ich mich ja eigentlich gelöst. Nur dummerweise war es immer so. Und da komme ich ja auf die Vorredner, die hier dann ihre Probleme geschildert haben. Es gibt so viele Parallelen. Zum Beispiel der junge Mann, der angerufen hat, der seinem Vater nie gerecht werden kann, also der nie die Anerkennung des Vaters bekommt. Ich hatte ja gar keinen. Ich hatte zwar zwei, aber der eine war abhanden gekommen, das war der ursprüngliche Vater, und der andere war nicht fähig, überhaupt irgendetwas zu tun. Und damit hatte sich das eigentlich erledigt. Ne? Der Ersatz dafür war ich. Und dann Im Grunde sagen Sie sich, ich muss und will nicht immer wieder Schuldgefühle haben. Dafür, dass für mich niemand da war, und umgekehrt die Förderung erging, dass ich für alles und jedes zuständig war. Das hat schon allzu lang gedauert. Ja. Und irgendwie, jetzt muss ich selber sehen, wie ich mein Leben so aufbaue, dass es tragfähig wird. Genau. Und ich höre Sie jetzt so sprechen, dass Sie nicht mehr von Schuldgefühlen dabei verfolgt werden. Ach, die Schuldgefühle sind natürlich... Also für Sie stimmt das jetzt so. Ja, die Schuldgefühle sind im Hintergrund immer noch da. Die kann man nicht so schnell loswerden. Es ist einfach nur tröstlich, wenn einem jemand sagt, mach dir keine Sorgen, du hast ein Leben lang versucht, eine gute Tochter zu sein, und nun musst du das nicht unbedingt mehr sein. Ja, da endet in jedem Fall eine Rolle, die sie ihr Leben lang haben spielen müssen. Und viel ist gewonnen einfach, dass sie für sich selber auch noch ein anderes Leben zum Teil schon haben aufbauen können und ganz sicher dabei sind, es aufzubauen. Ja, selbstverständlich. Also ich habe meine Kinder und meine eigenen Kinder, die für meine Mutter oder für meine Väter, wer auch immer das war, nicht gut genug waren, die sind für mich ein Glück. Natürlich. Also die sind so, weiß nicht, ich müsste normalerweise Probleme haben. Denke ich mir, in dieser Generation. Ja. Die könnten drogenabhängig sein, die könnten von irgendwelchen anderen Sachen beeinflusst sein. Meine Kinder sind lieb, freundlich. Ja. Das gibt wahrscheinlich Probleme. Wer freundlich ist, der weiß ich nicht, kommt in dieser Zeit nicht weit. Mhm. Aber dass Sie im Grunde ein Kunstwerk fertiggebracht haben, nämlich eine Familie aufzubauen, in gewissem Sinn aus dem Nichts. Dass das, was Sie selber nie erlebt haben, gerade weil Sie so engagiert waren, vermutlich sogar, jetzt ein Stückchen Ihnen selber zugutekommt. Jetzt geht das, was damals ganz unmöglich war. Und es ist Ihre Welt, die Sie sich damit aufgebaut haben. Ich hätte sehr gerne, dass meine Mutter das auch noch miterleben könnte. Es ist merkwürdig, dass alle Menschen, die bei Ihnen anrufen, also vor allen Dingen Frauen, doch immer wieder Probleme mit ihren Müttern haben. Und ich habe jetzt inzwischen schon fast Angst, dass irgendwann ich auch ein Problem sein könnte als Mutter, weil ich eben versuche, eine gute Mutter zu sein. Da kommt es dann fast wieder auf das Gleiche zurück. Ne? Aber was Sie sagen, Frau Pulz, ist so schön. Ich will das nicht untergehen lassen. Dieselbe Person, die sagt, ich will nicht ewig für meine Mutter leben, die äußert jetzt plötzlich den Wunsch, wenn meine Mutter doch mal sehen könnte, was ich aufgebaut habe, und sich beteiligen ein Stück an dem Glück, das ich meinen Kindern, meiner Familie ermögliche. Ich sehe auch nicht ohne weiteres, wie dieser Wunsch sich realisieren ließe. Ihre Mutter war nie so und ist nie so, wie sie sein müsste.
um das tun zu können. Aber alleine, dass Sie diesen Wunsch haben, ist doch eine ganz intensive Verbindung auch, eine positive Verbindung mit Ihrer Mutter. Ja, ja. Ach, das wäre wirklich schön. Die könnte das mitvollziehen, auch wenn sie dazu objektiv kaum imstande sein wird im Moment. Aber es wäre, dann würde ein Kreis sich schließen. Sie hätten ersatzweise in Ihrer Familie das erreicht, was Sie in Ihrer alten mütterlichen Familie immer tun mussten und nie wirklich erreichen konnten. Das war ja gar nicht möglich. Ich will aber noch mal kurz zu der Vorrednerin. Die hat ja so eine furchtbar, strenge Bindung zur Kirche. Und ich möchte einfach nur erzählen, wie meine Taufe war. Meine Taufe war einfach merkwürdig. Ich wurde wieder mal in irgendwelchen merkwürdigen Familienverhältnissen einfach dazugerechnet. Meine kleine Schwester, Halbschwester, und die andere Halbschwester sollte irgendwie getauft werden. Und ich sollte gleich mitgetauft werden. Und ich verstand überhaupt nicht, warum das nun so sein sollte. Wir wurden in die Köpenicker. Wie alt waren Sie da? Da war ich 5. Also das ist ja relativ spät. Ja, 5 ja. Jahre. Also das war überhaupt nicht vorgesehen. Nur die kleine Schwester sollte eben ordnungsgemäß getauft werden. Und da musste ich eben mit. Ja, und dann wurden wir in Köpenick getauft. Und wir saßen in diesem riesen Kirchenschiff vorne auf irgendwelchen Stühlen. Und ich verstand überhaupt nicht, was mit mir passiert. Jedenfalls kippelte ich die ganze Zeit, während der Pfarrer da redete. Und irgendwann kippte ich mit diesem Stuhl natürlich um. Und in diesem Kirchenschiff war das entsetzlich. Heidendrama sofort, ja. Ja, selbstverständlich. Es war laut, ne? Das war das Erste. Und der Pfarrer war nicht mehr wieder zu erkennen, er war aus seinem ganzen Konzept geworfen und wusste nicht mehr, was er tun sollte. Dass Sie plötzlich ein Störfall wurden bei der ganzen feierlichen Handlung. Ich wurde ein Störfall, ja. Handlung, ja. Ja. Und das Entscheidende, was Sie sagen möchten, die Religion vermittelt sich oft auf eine Weise, dass man überhaupt nicht weiß, was man da soll. Man stirbt vor Langeweile und am Ende hat man alles falsch gemacht, weil man überhaupt nicht wirklich dahin gehört. An der Stelle, Frau Puls, läuft uns die Zeit zu Ende. Ja. Wir müssen es da stehen lassen. Ganz ich wollte nur für die Vorrednerin sagen. Ja, ne? Ja. Wie ja. Kirche schon allein durch die Entfremdung und Äußerlichkeit, Angst und am Ende wieder deplatzierte Schuldgefühle machen kann. Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Frau Puls. Das... Meine sehr verehrten Damen und Herren, waren Sie wieder. Unsere Nachtgespräche mit Eugen Drewermann auf Ihrem Stadtradio. Wir hören uns, wenn Sie mögen, worüber wir uns freuen würden, wieder am Dienstag, dem 14. März, um 22.05 Uhr. Dann wird es um ein anderes Wort der Weisheit gehen, Satyagraha, wahres Selbstsein. Für heute verabschieden sich Christiane Olsen und Daniel Michner. Am Mikrofon wünschen Ihnen Michael Ungert und Eugen Drewermann eine gute Nacht. Nach den Nachrichten blenden wir uns ein in den Nachtexpress der ARD, der heute vom Westdeutschen Rundfunk kommt.